das sichere Holz. Ich hoffe, es reicht, weil ich habe absolut keine Lust noch draußen rumzulaufen. Ah, ich finde die Musik so geil, vor allem jetzt diese Musik. Ein Soli ist immer cool. Ich bin absoluter Gitarrenfreund, ich spiele auch selber Gitarre. Vielleicht können wir jetzt mal meine Videos gucken, meine anderen Videos, nicht Minecraft-mäßig. Da habe ich auch Videos hochgeladen, eins mit meinem Kumpel, da habe ich auch ein Lied hochgeladen. Dieses Lied habe ich jetzt vor kurzem wieder neu aufgenommen, qualitätsmäßig absolut geil. Aber ich habe auch 5 Stunden dran gehockt. Hier könnte man so eine Art Terrasse machen, so eine Pentterrasse. Oder so ein Observatorium. Genau, da machen die so ein Observatorium hin und dann machen wir eine Lampe hin. Observatorium, das ist doch mal was, oder? Lass mal mich hinzu. Hier oben. Ey, wir waren ein Hühnchen und Ei. Wo ist das Ei? Mal gucken, wo ist das Ei? Na ja, irgendwo hast du dein Ei gelassen. Hey, was? Dein Ei gelassen? Da drüben vielleicht? Ich habe kurz das erste Mal gesehen, wie ein Hühnchen ein Ei gelassen hat. Und hier ist ein Ei. Und Kühe, ich brauche Leder. Ne, die brauche ich in einer anderen Welt. Ich verwechsel das immer. Kann man das hier wegpacken? Wir gehen erstmal schnackeln, knacken. Nicht kacken. Aber erstmal das Bettchen in die Form reinstellen. Irgendwie müssen wir noch ein bisschen was drinnen rumwerken. Mehr Räume machen. Wir haben quasi nur ein Raum hier, das ist eine Einraumwohnung. 100 Quadratmeter. Einraumwohnung. Vielleicht sollte ich. Mache ich hier das Bett hin? Ich würde es ja gerne so schräg hinsetzen. So schräg, aber es geht nicht. Ich könnte ja hier zumachen. Da haben wir hier eine Pennecke. Knacken. So, das machen wir dann da vorne zu. Und ja, bin schon eine Dreiviertelstunde am Aufnehmen. Ich werde jetzt eine Stunde machen. Also insgesamt eine Stunde. Und wir brauchen jetzt erstmal Wolle von den Schäfchen. Und dann holen wir einen Stein. Und dann tun wir uns ein bisschen was hier einrichten. Einrichten ist nie so meine Sache. Ich habe irgendwie nie richtig Bock, was einzurichten. Ich baue nur, aber kann nicht einrichten. Also ich bin eher so Außenarchitekt. Könnte man sagen. Ach, wisst ihr was? Damit es euch nicht so langweilt, gehen wir mal hier drüben gucken. Ist ja so und so ein, am Anfang einer Folge. Gehen wir mal gucken, was ich hier so ein bisschen gebaut habe. Doppeltür. Ich werde hier noch ein bisschen Elektrik reinziehen, damit dann beide gleichzeitig aufgehen. In so ein Pressure Plate und hier drin ist immer. Und das ist halt das Dach hier. Das sieht übelst geil aus, finde ich so. Dieses Licht, deswegen habe ich mich nicht so getraut, das hier zuzubauen. Hier drüben geht so ein Kamin lang. Den kann man unten sehen. Und ihr seht, ich habe noch nichts eingerichtet. Das Einzige, was hier steht, ist ein Bett. Und ja, das war's. Noch nichts eingerichtet. Mit hier sollte dann eigentlich ein Kamin sein, sollte hier ein bisschen brennen. Brauche ich aber hier Netherstone. Warum kommt eigentlich immer Nether, sagt? Bei mir ist es Nether und kein Nether. Egal, ich werde nicht meckern. Und es macht mich nicht aggressiv. Wenn euch hier irgendwas aggressiv macht, dann sagt es mir bitte. Ich werde es irgendwie ändern wollen müssen. Keine Ahnung, mal gucken. Aber das sieht schon cool aus, das sieht ziemlich farbmäßig aus. Es hat was, muss ich sagen, es hat wirklich was. Also mir gefällt's, nur ist das hier irgendwie ein bisschen zu holzig. Das ist ein bisschen zu steinig. Ich weiß nicht, aber es ist blöd, ich kann in der Haufen Zeuge da. Ja. Wir wollten jetzt erstmal Stein holen und ich glaube, ich hole mir irgendwann mal ein Headset.
Das Tischmikrofon macht mich kacke. Macht mich kaputt. Weil... ja, ich muss ständig vor dem Dinge mich positionieren und kann nicht so ein bisschen zurücklehnen. Das ist bei einem Headset ein bisschen anders. Mit dem Stein. Mehr braucht man nicht. Ja. Mal gucken, was wir machen. Ja, es nervt mich einfach nur, dass mir dann, dass ich ständig vor diesem Tischmikrofon hocken muss. Und die Lautstärke ist auch nicht so gerade das Herrliche. Wenn ich mich so zurücklehne, ich habe das schon genau vor meiner Fresse stehen. Ja, was wollen wir machen? Ja, genau, das Ding zumachen. Und ich hole mal die Workbench runter. Und seht ihr, das sieht so geil aus irgendwie. So geil. Mir gefällt's. Hier oben kann man auch noch was machen. Eine kleine Pornobude oder so. Oder können wir so einen Aufnahmeraum, so ein Studio machen? Keine Ahnung, nee, das passt nicht in eine Form, nein. Ich soll ich das aus der Wolle machen? Wisst ihr was, ich mache das jetzt aus der Wolle. Ich hab's, ja. Und das Holz geht verloren. Das ist immer das Blöde, wenn man hier unten keinen Platz hat. Geht hier alles runter, man muss jetzt wieder runtergehen. Und es ist ein bisschen blöd, wenn man das vergisst und da baut man unten drunter lang. Aber man sieht's ja nicht. Scheiße, jetzt sind die Fehler. So. Die Axt hat durchgehalten. Ich bin stolz auf die Axt. So, jetzt Bettchen rein. So. So. Und dann können wir hier. Können wir hier eine. Bücherreihe. Ich muss ja nicht das Fenster weg. Soll ich das Fenster weg? Ach genau, eine Bibliothek könnten wir auch noch machen. Sollen wir hier ein bisschen trennen? Das ist so, ein, das ist so eine schlechte Architektur. Hier ist einfach nur alles eins. Hm. Hier könnte man so eine Art Garderobe machen. Hier so zubauen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ja, und das zweite Album fängt jetzt schon wieder an. Na gut, was heißt schon wieder? Hm. So seelig hier. Ich weiß, das gefällt mir nicht. Muss ich hier Glas machen? Zum Glück habe ich immer Ersatzspitzhacken. So können wir das nehmen. Die Workbench wollte ich eigentlich runterholen. Das war's, was ich. Die Workbench habe ich. Irgendwo ist die. Ah, da ist die liebe Workbench. Machen wir jetzt schnell eine Tür. Noch eine Tür. Und jetzt ist das Holz ausgegangen. Egal. So. Hier brauchen wir keine Tür. Sieht dann kacke aus. Das sieht aus, als hätten wir 4-5 Eingänge. Haupt das Haus in ein. Im Endeffekt ist dann gar nichts etwas. Wie gesagt, einrichtungsmäßig bin ich so voll Grotte. Sehr symmetrischer Mensch hier bei Minecraft. Und da muss schon alles irgendwie passen. Aber irgendwie, ich kann in den noch irgendwie Wände reinziehen. Das muss ja alles bisschen. Das muss ja wie gesagt symmetrisch sein. Und wir brauchen dann noch eine Küche und dann brauchen wir irgendwie ein Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer können wir ja oben bauen. Das Arbeitszimmer können wir oben machen. Hier oben so hin machen.
Holzstückchen dahin. Und die Leiter wechseln dahin. Sieht besser aus, als so ein hängendes Ding zu haben. Und hier können wir Arbeitszimmer machen. Und hier ist auch so ein Fallschirm machen kann. Echt schwer. Also, das ist nichts. Ja, genau, es ist nichts. Es ist einfach nur. Ach, herrje, wie machen wir das nur? Ich will das hier oben nicht wegmachen. Balkon brauchen wir auch nicht reinmachen. Wenn ich das hier zumache. Komm, erstmal Holz. Erstmal hacken gehen. Das ist Schäfchen. Ich habe mir das eingebildet. Imagination. Schon wieder kommt Nachmacher. No, 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 genau, no, no. Macht mich fertig damit. No, no. Das wird euch nichts bringen. Einmal Kronk-Fan, immer Kronk-Fan. Daumen bitte, wer auch dafür ist. Kronk-Fans dürfen es. Das habe ich gesagt. Und auch Kronk. Oder Kronk würde es sagen. Wir sind ja Kronk-Fans. Wir wissen ja alles über Kronk. Fast alles. Ich bin zwar nicht sein Fan seit der ersten Stunde, aber ich habe alle seine Folgen geguckt. Und ich habe noch vor, seine ganzen Let's Play Sims zu gucken. Let's Play Sims Mittelalter. Und ja, da habe ich dann noch was ganz schön zu tun bei YouTube zu gucken. Die Axt ist alle. Wir haben ja eine Bench da. Da können wir schön noch eine Axt machen. Das geht ja gut. Ein Schiffchen. Ein Kakaoschaf. Ein Kakaoschaf, ein Kakaoschaf, ein Kakaoschaf. Ja, wunderschön. So. So, weg damit und dann. Lausche der Musik. Wunderschöne Musik. Irgendwie ist mir das gerade so ein bisschen langweilig, hier Holz zu hacken. Entschuldigt. Ich bin müde. Es ist ja auch Nacht. Ja, hab ich einen Chunk probiert. Ich darf wieder was. Ich darf wieder was. Es liegt echt an der Welt. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, es kann ja nicht an der Welt liegen. Weil in dieser neuen Welt, komplett neuen Welt, habe ich. Also ich habe eine komplett neue gestartet. Ich guck, das ist Beta 1.6 oder so oder 1.7. Nee, 1.7. 1.7 ist das. Und. Da gibt es auch manchmal die Probleme, also es ist wesentlich seltener als hier. Seht ihr das da hinten? Das ist noch viel heller, oder? Ne, jetzt. Mal gucken, vielleicht wird es ja was. Ne, es sieht schlecht aus. Nein. Wisst ihr was? Ne? Doch, ihr wisst was. Wie ihr seht. Die Zeit wird spät. Ich habe das Ding jetzt einfach dort hin. Egal. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Gehen wir mal hier hoch. Und dann seht, was wir schon geschaffen haben. Ein Riesendach. 4 Folgen. Das ist schon mal eine Meisterleistung. Kronk hat sein Dach nach 200 Folgen immer noch nicht hinbekommen. Sagen wir 100 Folgen immer noch nicht hinbekommen. Deswegen bin ich schon ein bisschen stolz auf dieses geile Dach. Und ja, da sagen wir schon mal auf
Wiedersehen, bis bald oder bis gleich. Kommt drauf an, wie das geschnippelt wird. Und Dankeschön fürs Zuschauen.